Es lädt. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Das ist doch mal ein Seit wann respektierst du denn vorgesetzt? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Okay. Ach, scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Dankeschön. Das hilft mir jetzt ungemein, dir zu vertrauen. System gestört. Nicht schon wieder. Das hatten wir doch schon beim letzten Crisis. Und beim vorletzten Crisis. Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Hey, das ist cool. Oh mein Gott. Irgendwas da, boah, schneller Powerkick, EMP-Schutz, Wurfkraft. Mehr Schutz. Kugeleinschlag, Rückwerfdämpfung, schnellere Tarnung ist auch gut. Ich will den Wurf, wie viel noch haben. Dann, was haben wir noch? Der MP-Schutz ist auch immer gut. Und machen wir das so rum. So, dann war das doch schon mal sehr gut. Ah, ich hoffe, das ist es wert. Ja, das hoffe ich auch. Irgendwie müsste ich jetzt besser sein. Tarnfeld aktiviert. Ja, siehst du. Hey, ich kann die Waffe stabilisieren. Oh mein Gott. Das sieht doch mal geil aus. Da ist er. Der Liberty Dome. Eine riesige, verschwitzte Achselhöhle. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Das sieht man aber. Hat sich viel geändert. So hat alles angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilliglager getrieben. Diese Sklaventreiber. Pay at Unimeter. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Mein Gott. Was haben wir denn hier? Upp, 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 upp. Wow. Das ist mal eine Spielgrafik. Ich spiele noch nicht mal auf hoch. Ist er denn nur auf Mittel? Vorsicht! Minenfeld! Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Ah. Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt sie ab. Ja, bin noch dabei. Das müsste reichen. Komm schon. Was sind das für Minen? Keine Ahnung. Den ist egal. Ja. Wir hätten auch einfach drüber springen können, aber egal. Oder ich zumindest.
Oh, nett. Was ist das? Was ist los? Nichts. Mehr Energie. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Und schon ist die Energie wieder weg. Das ist ja auch nett. Überprüfe Sektor 1, Delta 7. Was haben wir denn noch? Oh mein Gott. Das ist doch echt hübsch. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, er braucht Hilfe. Ach, ich hab gedacht gleich mit Kick. Einfach. Arschloch. Hey, ich hab dich nicht beleidigt. Ich frag mich auch die ganze Zeit, ob man eigentlich sterben kann, wenn man die Luft zu lange anhält. Aufpassen! Bist du okay? Hier ist nichts. Da! Todesmal! Wenn's dich sieht, bist du erledigt. Wo, Todesmal? Zurück. Komm zurück! Nett. Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Mann. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Oh mein Gott. Und dadurch. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Durchgehen oder durchlaufen? Ja, ich mach euch alle fertig! Kommt schon, traut euch, kommt her! Bist du verrückt? Ich glaube, es hat sich ein bisschen aufgegeben. Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet. Ich bin ein Mensch! Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Scheiße. Oh. Nicht gut. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Juhu. Dann ist ja alles gut. Ich das ist nicht der Teil, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Das Gefühl habe ich auch. Wie seht ihr da eigentlich eine russische Flagge hinten drauf? Und los geht's! Okay. Übersicht. Stoppwirkung gegen menschliche Kommandanten ist extrem hoch, gegen nichtmenschliche sehr hoch. Stoppwirkung gegen einen der keine Profitmittel. Nett. So sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Jo. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Nanovision aktiviert. Da. Was ist das? Sektor 1 Delta 0. Tarnfeld aktiviert. Sektor 1 Delta 2. Ich hab hier was. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Ja, ist mir auch immer noch klar. Oh mein Gott. Warte einmal mit durch. Ja, das zieht doch. Ich hab nicht mehr sonderlich viel Ausdauer. Ich bewege mich irgendwie nicht sonderlich viel vorwärts gerade.
Komm dem Turm nicht zu nahe! Das ist doch mal nice. Zur Hölle. Ja. Ja, aber hier durchkommt es anscheinend nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ah, ich soll noch wohin? Das sind sogar der Zähne. Ah. In die drei Sektoren. Das heißt, ich gehe jetzt wahrscheinlich erstmal nach rechts rum. Und dann haben wir so kündig. Ich habe das Gefühl, die treffen hier nicht so ganz rein. Ah, verdammt doch. Was zur Hölle, die sind ja sehr nice. Mann, du bist gerade wieder blind vors Fadenkreuz gelaufen und unsere Chance ist beim Teufel. Sektor 1, Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Das ist nichts. Hey, wir sind hier gerade Seth-System. Das ist doch nett. Scheiße. Wie machst du das? Ich weiß nicht. Mir gefällt zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll. Okay, du hast Seths Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Dann hacke ich die da schon mal. Warnung. Höhenverteidigungsturm 3 Delta 3 deaktiviert. Alle Eingreifungen. So, wo muss ich jetzt hin? Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Nanovision aktiviert. Ich mag die Waffe. Ich fliege. So, aber ich denke mal, dann hören wir für diese Folge erstmal wieder auf und auf. So. Nächsten Folge.